So, hi, moin Leute. Also heute mal zurück mit einem Video und zwar, es ist der Motorsport Manager. Und zwar, ich verwende sogar den Mod für die nächste, oder ja, genau, für dieses Formel 1 Jahr, für 2021. Der heißt auch F1 2021. Also ganz simpel. So, nehme ich mal GFUK. Gaming. So, Geburtsdatum. Ja, mal, das klingt ein schönes Datum. Sieht auch schön aus. So, und natürlich wähle ich Deutschland. Ehemaliger Fahrer wähle ich eigentlich nicht, weil ich liebe das immer so ein bisschen mit den Politikern so hin und her und hast du nicht gesehen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, weiß. Frisur. Okay, vielleicht ein bisschen doch mehr Haare. So sieht er. Nein. Oder? Ja, einfach mal so. Fubila. Oder sowas in der Art. Oh. Weiß. Wählen wir ab. Brille. Oh, das sieht. Nee, nee, nee. So. So bleiben wir. So. Ist hinein. Also, man kann Team erstellen. Man kann es auch wählen. Ich bin eigentlich immer so von. Ja, Team behalten jetzt und dann natürlich ab in die Formel 1. Und ihr seht, tatsächlich hier stand sonst Motor Championship oder so. Dies ist jetzt die Formel 1, Formel 2 und Formel 3 auch kategorisiert hier, was die Einheiten und Gelder und alles angeht. So, ich wähle natürlich, oder warte mal, 15 Orte, 6 Orte, 4 Orte. Ich wähle natürlich die Formel 1. Ich möchte möglichst hoch hinaus. Hier könnt ihr nochmal die Regeln einsehen, wie es ausschaut. So, geht's hinein und hier seht ihr dann das Intro kurz für Motorsport, für den Mod. So. Und zwar, es wird natürlich schön spannend. Fangen wir mal an hier. Haas Team wird demnächst so ähnlich aussehen vom BWT. Bisschen rosa wahrscheinlich gefärbt sein aus den USA. Dann italienisch natürlich Alfa Tauri, gefolgt dann vom Alfa Romeo hier. Ja, war das Ergebnis sogar Platz 10, hier Platz 7, hier Platz 9, ne, geht natürlich. Aber es steigen natürlich die letzten ab. Ne? Dann Aston Martin. Natürlich sehr sehnsüchtig wird es erwartet, das grüne Auto von Aston Martin um Vettel Williams. Hoffen wir auch mal wieder ein bisschen erstarkt. Also, ach, da ist so das Ziel. Alpine mit Fernando Alonso. Ja, sieht natürlich auch schon stylisch aus. Natürlich dann der Ferrari knallerot. Knallerot sieht er aus. Also, Dritter in der WM sollen sie werden. Druck hoch. Red Bull Racing, natürlich ein sehr interessantes Auto, auch hier komplett blau mit dem natürlich Red Bull Aufzug, genial gemacht schon. McLaren, das orangefarbene Team, versucht Vierter in der WM zu werden, natürlich die Fahrer haben sie natürlich super, ne? Also sind wir gespannt, was es auch bringt. Und natürlich dann das deutsche Team, Mercedes, und da ich auch selbst ein Mercedes fahre, ich möchte tatsächlich in den Mercedes einsteigen. Und zwar dann werde ich natürlich hinter Valtteri Bottas und Lewis Hamilton direkt in meinem Team haben. Und ich werde natürlich auch richtig viel Kohle haben. Erstmal. So, also dann oben links sehen wir jetzt Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und hier natürlich die anderen Fahrer schon mal. Ich kann ja nochmal die Teams kurz vorstellen. Wo kann ich die denn alle sehen? Ich glaube, genau hier. Fangen wir mal ganz vorne an. Also im Alfa Romeo. Räikkönen mit, natürlich das Alter ist zurückgestuft jetzt. Ne? Also Räikkönen mit 36, Giovinazzi mit 22 Jahren und Robert Kubica mit 31 Jahren am Start. Dann geht es weiter im
Alpha Tauri mit Gasly, 20 Jahre und 14 Jahre ist er hier, als alter Tsunoda. Und dann Sette Camara ist auch erst 17, also ein sau junges Team. Hofft auf gute Erfolge. Dann geht's weiter mit Alpine. Fernando Alonso 34, Ocon 20, Sirotkin auch 20. Aston Martin mit Vettel 28 Jahre alt, Stroll auch 17 und Hülkenberg mit 29 Jahren. Er wurde natürlich jetzt bestätigt von Aston Martin. Ferrari geht mit Leclerc 18, Sainz 22 und Ilo mit 17 Jahren an den Start. Haas Team mit Mick Schumacher 16 Jahre alt, Nikita Mazepin 16 und Fittipaldi mit 19 Jahren. Schon auch ein gutes Team zusammengesetzt aus sehr jungen Fahrern. Dann ist er dann mit dem McLaren-Team. Mit Daniel Ricciardo, Norris und Van Buren. 26, 18 und 22 Jahre alt. Und dann natürlich mein Team, Favorite Team, ist natürlich Mercedes mit Hamilton 31, Bottas 26 und Van Dorn 23 Jahre alt. Also fangen wir mal direkt an, auch hier was zu regulieren. Hier, Panari, brauche ich eigentlich gar nicht lesen. Hier natürlich das Ziel und wie viel Geld sie zurücklegen soll. Natürlich einiges, bitte. So, Todd, natürlich wegen den Qualifikationsphasen, Einführung, Box. Okay. Kenne ich mir eigentlich auch schon ganz gut aus. Einstellen, hier kann ich noch Leute einstellen für die ermüdete Boxenmatte. Und ihr seht, das Geld natürlich riesig. So, erstmal alle komplett einstellen. So, sieht gut aus und natürlich die beste Box überhaupt hier, ne? Also krass, wie die drauf sind. So, jetzt gehe ich mal einzeln durch. Spieler GVK Gaming. So, Einführung, ja, das hatten wir natürlich auch. Wagen. Natürlich neues Teil entwickeln und. Also. Vor allem auch Haltbarkeit und so. Das ist natürlich extrem wichtig, aber auch natürlich der Motor. Ne? Vor allem Zuverlässigkeit. Der geht zwar minus 5 Höchstgeschwindigkeit oder so. Oder mal schauen. Das ist plus 10 und auch dort plus 10. Ist noch wesentlich höher. Aber egal. Das nehme ich jetzt schon mal in Kauf, dass ich das mache. Ganz wichtig. So, Teile einbauen. Da gehe ich immer eigentlich auf. Automatisch wird dann auch immer das Beste eigentlich genommen für die Fahrer. Teile verbessern, die Originals auf jeden Fall erstmal reinpacken. Haku, unser Hauptquartier. So, neue Gebäude gibt es natürlich. Und sogar eine Teststrecke bauen und Themenpark. Oh, für 100 Millionen ein Themenpark. Pro Rennen plus no. Wisst ihr was, das sieht natürlich geil aus. Ich habe doch genug Geld. Dann wollen wir das doch mal bauen. Oh ja. Oh ja. Mega. Und eine Teststrecke gerne auch nochmal. So. Ah, das ist doch schon geil. Gebäude erweitern. Höchstes Level, höchstes Level. Alles höchstes Level. Mega. Also, die sind ja perfekt ausgestattet hier. Echt krass. So. Team, ja, gibt nichts dran zu rütteln gerade. Fahrer, ja, 82 Monate, 70 Monate, 82 Monate. Ich brauche da nichts verlängern. Schon mal geil. So, Mitarbeiter. Oh, die haben auch ausgesorgt. 118, 118, 118. Geil. Also, da geht so einiges, bis ich da verlängern muss. Haben wir hier noch einen? Die haben wir nicht mehr. Scouting. Ich brauche gerade kein Scouten. Aber natürlich, wenn dann der Vertrag ausläuft oder so, dann könnt ihr mir schon Norris, Russell, Schumacher oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Oder, was mir nämlich ganz aufgefallen ist, die haben da so ein. Wo ist er? Da! Tsunoda! Ganz junges Mädel aus Japan, die wirklich auf sich aufmerksam macht,
volle Leistung kann die hinterbringen. Also 10 Jahre ist er erst alt und da geht wahrscheinlich hinterher richtig was. Also die möchte ich mir schon dann fürs Team sichern. Das wäre richtig, richtig nobel. Oder hier Zane Maloney. Auch ein junger Mann. 12 Jahre alt hier. Also da geht einiges. So, Finanzen natürlich. Budget haben wir festgelegt. Ah, na, haben wir noch nicht festgelegt. Dickes Geld natürlich. So. Sponsoren. Oh, 100 Rennen, 50, 23, 50, 46, 69 Rennen. Gut. Auch da ist ausgesorgt. Kalender ist ein bisschen erweitert worden. Fangen wir mal mit Sydney oder so. In München sind wir auch sogar dreimal zu Gast. Man wollte es halt an den Rennkalender der Formel 1 anpassen, aber hier gibt es halt nicht mehr Rennen, ne? Aber deswegen hat man es jetzt gemacht auf 21 Grand Prix hier erhöht. Auch dann mehrere reingenommen. Also da geht durchaus richtig was los. So, also geht's mal weiter. Dann Antwort erforderlich. Ah, okay, verstanden. Gut. Okay, verstanden. So. Bin ja auch fleißig am Bauen. Was war das jetzt? Das ist Mercedes bekannt gegeben, neuer Manager natürlich, auf YouTube sogar. Interview annehmen, was haben wir denn da? Gewachsen, aber natürlich. Jo, claro. Nehmen wir das hier, das ist neutral. Und so. Das passt auch. Und die letzte Frage. Ja, den mal. So, danke und Interview zu Ende. Veranstaltungskalender natürlich, der ist schon riesig, nicht jetzt. Windkanal. Aber der ist ja eigentlich komplett auch oben. Ja, bis auf Motor oder so, aber das wird dann richtig geil mit der Teststrecke noch. So, mit dem Wagen, das braucht halt ein bisschen 7 Tage, 11 Stunden. Fahrzeuglackierung kann ich natürlich auch ändern, aber natürlich. Ich möchte im Original sein und das erreiche ich natürlich nur so mit diesem Auto. Also dann kann es eigentlich losgehen. So, jetzt Dritter oder besser oder sogar natürlich auf den Sieg gehen. Das gibt sogar 2 Mille, gibt es. Also Unterschied da nochmal 600.000 mehr. Also ich möchte schon das erste Rennen in der Saison gewinnen. Hier in Sydney. Und da muss ich halt richtig, richtig gut schon mal auftreten. So, wie mache ich das? Also, ich habe es auch mal auf Zufall gemacht, ne? Also, Hamilton 3, Bottas 2, hier 5, 6 und dann 4, 6. Also, schauen wir einfach mal, wie es klappt. So, die Teile nochmal. Hier abchecken, Bottas ist gut erfreut und Hamilton nicht ganz so, aber das ist wurscht. So, geht's hinein. Also, das erste Rennen in Sydney. Großer Preis von Sydney. So, da hoffe ich dann mal, dass ich mit voller Punktzahl reinstarte und dass ich auf jeden Fall entweder mit Hamilton oder mit Bottas direkt mal gewinne. Sogar das beste Feedback mit 20, Bottas 15. Ja, da kann ich vielleicht noch besser dran finden, aber das passt auch so. So, das seht ihr hier schon den Abtrieb. Da muss ich was ändern bei Hamilton. Nämlich in die Richtung.
Ich mache das immer so ein bisschen auch nach Bauchgefühl und das sieht erstmal gut aus. So, oh. Warte mal, Hamilton muss ich. Bin eier für hier auf diesen Reifen zu fahren. Erstmal, also die und die sind, glaube ich, die Op. Warte mal, 27, 29. Das macht nicht viel aus. Also ich setze auf die und auf die harten. Aber hier gibt es auch tatsächlich Regen in Sydney. Von daher passt das erstmal so. Bei Bottas muss ich natürlich auch in diese Richtung hier gehen. Oh, da muss ich unten. Wie man das sieht, so irgendwie rein da. Schauen wir mal, wie das wird. Muss ich auch ein bisschen so. Gut, auch bei Bottas einmal die Reifen drauf machen und dann geht's hinein erstmal ins Training. Kann man auch simulieren oder so, aber dann kann man es nicht gut timen, ne? So, und jetzt bei ihm gehe ich auf Quali-Trip, erstmal den Regentrip übernehmen wir später. So, und natürlich auch bei Valtteri Bottas auch der Quali-Trim drin und erstmal mit diesen Reifen ein bisschen was fahren, ne? So, sehen wir natürlich schon den Style von Mercedes. So, haben wir da denn auch dann drunter stehen? Ja, Aston Martin, also es passt auch mit den Originalbildern. Also sieht das schon richtig gut aus. Da hat sich echt einer richtig mal Mühe gemacht. So. Schau ich dir mal gleich, wo sie hinfahren. Hamilton von Bottas gefolgt. Und das Training ist halt immer begrenzt auf diese 20 Minuten. Ah, Hamilton sagt schon, das Fahrverhalten ist sehr fantastisch. Schauen wir mal, was er für eine Zeit hier hinlegen kann jetzt schon mal. Weil oben seht ihr auch hier das aktive Wissen. Das wird dann immer mehr freigeschaltet. Also je länger sie fahren, desto mehr bekommt man halt gut geschrieben. Oder mehr Leistung dann auf als Bonus drauf. Aber man sieht schon, Hamilton fast ein Zehntel schneller als Bottas. Aber ich glaube, Bottas Auto ist besser eingestellt als das von Hamilton. So, Aerodynamik sagte auch, ist ganz gut. Ah, jetzt ist er langsamer als Bottas. Genau, das habe ich schon befürchtet. Dann in diesem Sektor. Ja, Bottas tatsächlich. Bottas ist ein bisschen schneller, 2 Zehntel schneller als Hamilton. Ja, mit den anderen Reifen, da sieht man auch, die kommen überhaupt nicht ran. Raikkonen selbst Verstappen als 28.7 gefahren. 1, 2 langsamer. Aber Schumacher hier im Blick behalten, wa? Einmal im MiG 1-1 ist er zurück. Also Haas sind immer so gespannt, was sie in diesem Jahr bringen werden. So, Rang 10. Und der Tsunoda. Und war Rang 10 zurück. Der Mazepin an der Reihe, auf Hart aber. Mazepin auf der 18 schlägt gerade mal Giovinazzi und natürlich Latifi noch. Williams 1,9 Rang 18. Aber Russell auf die 5 im Williams. Wow. Also. Oh, ich muss die. Oh, das habe ich jetzt total verpennt. Die sind ja schon wieder in der Box. Eieiei. Schauen wir mal. Jetzt zurück. Noch zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. So. Und so. So müsste es vielleicht passen. Raus. Und, also unten ist hervorragend, sagt er. Oben aber noch nicht. So, so könnte es passen. So, auch nochmal die. Weil die möchte ich komplett ausfahren. Also.
Da muss noch was gehen. Ich bin gespannt, ob es auch bei Hamilton besser läuft. Aber Verstappen ist auf harten Moment vorgefahren. Oder ja, auf Medium sind das ja fast quasi hier. Die harten sind ja die orangene Färbung sogar. So. Schauen wir mal. Gibt es eine Verbesserung für Hamilton? Kommt er dann jetzt an Bottas? Ich glaube nicht, weil Sydney sieht trotzdem ganz gut aus. So. Er ist schneller, aber nicht viel. Bottas minimal langsamer. So. Oh, jetzt ist Hamilton aber nochmal. Ja, die beiden sind es nicht mehr. Das sind jetzt generell langsamer, die beiden. Das scheint hier gut drauf zu sein. Vettel auf die 6, Alonso 5. Also dahinter geht es einiges ab. Ah, Hamilton ist doch mit hereingekommen. 0,135. Hat das geschafft gehabt. So, jetzt ist die höchste Stufe erreicht. Und es fängt an zu regnen. Dann kann ich tatsächlich einfach mal. Das kann ich tatsächlich machen. So, oh, unten ist nicht okay. Ist das immer noch nicht? Geht es tatsächlich noch mehr in diese Richtung? Oder so? So glaube ich. Ja, so glaube ich. So, Renntrim, 4 Runden. Aber ich hätte auch jetzt mal auf. Vielleicht geht das ja. Auf Inters. Weil die werden eh nicht hochgewertet. Wenn es regnet, dann kann man diese Reifen nicht vernünftig testen. So glaube ich. Passen. Auch Renntrim. Auch bei ihm wechsle ich jetzt mal auf Inters. So, schauen wir jetzt mal, was das bringt. Die Strecke wird jetzt schon sehr nass, also dass man da von den Inters ein bisschen höher kommt. Weil wenn es tatsächlich mehr regnet, dann habe ich da vielleicht so ein ja, ein Bonuspunkt mehr drauf. Schumacher ist mal deutlich vor Mazepin, aber auch nur halt wegen 7/10 harte Reifen. Oder Medium Reifen. Con 8er. Sehr stark. Jetzt fahren wahrscheinlich alle einmal auf Inters. Ja, Tsunoda schlägt aber momentan ganz gegen. Wenn auch auf unterschiedlichen Reifen. Stroll 18. So, schauen wir mal, was da jetzt geht für Hamilton. Und
gleich wechsle ich definitiv nochmal auf die Soft-Mischung, dass ich da vielleicht noch was bekomme. Das ist natürlich schon natürlich das 13 schon mal langsamer. Ah, Bottas ist zufrieden mit seiner Getriebeübersetzung. Schon halt eine Sekunde langsamer. So. Hamilton, den hole ich jetzt rein, genau wie jetzt gleich Bottas. Kann jetzt vielleicht am Ende noch was kommen. Hamilton ist ja jetzt drin. Ja. Sehr gut. Ah, unten ist immer noch nicht. Also, unten geht noch was. Ist wahrscheinlich doch so machen. Glaube ich. Weil das doch sehr gering ist. Und dann fahre ich jetzt nochmal auf harten oder auf soft. Ich fahre auf Soft. Ich fahre auf Soft raus. Und versuche da die maximale Punktzahl noch zu holen. Ah, der ist gut, der Bottas. Den lasse ich nämlich jetzt auch so eingestellt. So, Renntrim. Und auch auf Soft. Spannend, was da jetzt geht, wenn jetzt die Strecke wieder viel besser wird. Rentre muss da noch steigen hier. Intermediates werden natürlich nicht mehr steigen, aber immerhin wenigstens Stufe 1. Und Reifen, da hoffe ich natürlich, dass das jetzt noch was wird. Wenigstens Stufe 2 oder so. Dass ich damit in der Qualifikation fahren kann. So funktioniert dann. So. Hamilton. Schon auf der Runde. Oh, jetzt hat er Alpha Tauri vor sich. Oh, lass doch vorbei mal. Gerne. Nicht vor die Karre fahren. So. Natürlich. 0144 fährt er. Schon mal eine sehr starke Zeit. Bottas ist der 42.000 langsamer. So, zweiter Sektor Lewis Hamilton. 3.000 langsamer, das kann nicht sein. Bottas. 42 momentan noch. Ah, jetzt 14. fast komm. So, und jetzt Hamilton. Neue Bestzeit Hamilton. Und Bottas hat aber was verloren, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. So, Bottas, 14 langsamer. So, schafft Hamilton noch eine Bestzeit? Ah, der ist jetzt schon 2 Zehntel zurück fast. Es wird hier dann noch eine Runde gehen, denke ich mal. Ja, komm schon, Stufe 2, das muss doch sein. Muss doch drin sein noch. 38.0184, also jetzt lassen wir ein bisschen federn. Aber Luis wird es noch schaffen, ne?
Jo, kann auch mal eine Runde fahren. Bottas, für ihn ist das Licht aus. Muss ja wieder an zu rechnen, okay. So, Bottas ist vorbei und Hamilton kann auch nochmal so eine Runde fahren. Kann auch die weichen Reifen nochmal ein bisschen nach vorne pushen, aber ob er das jetzt alleine schafft ohne Valtteri. Etwas eng, so, ein paar Fahrten noch vorbei. Oh, Hamilton, neue Bestzeit wieder. Alpine vorbei, ja, das wird nicht mehr, nee, wieder nicht mehr schaffen. Nochmal eine Bestzeit, wow. Hat aber nochmal richtig einen rausgehauen hier, wa? Ja, Bottas tatsächlich auf den Softreifen am schnellsten irgendwie, so ein bisschen, aber. Huh. Leclerc ist nochmal reingekommen, also hier das erstmal Überblick vom freien Training. So. Sehr interessant. Sehr interessant. Also Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Alonso, Vettel, Russell, Ocon, Ricciardo, Perez, Schumacher, Sainz, Tsunoda, Gasly, Latifi, Giovinazzi, Norris, Stroll, Räikkönen und Mazepin. Dann geht es jetzt direkt weiter. Und zwar für das Qualifikationstraining, unser schnellster in diesem Sektor und so. Also, ich wähle natürlich, ja, ich muss eigentlich. Was ist jetzt das Beste? Ich glaube sogar weich. Weich und Qualitrim wähle ich. Bestätigen. Für Bottas? Ne, stopp. Für Hamilton mache ich das, um sicher zu gehen. Sehr weich und Qualitrim. Für Bottas nehme ich nämlich weich, weil er davon nicht so viel hat, und Qualitrim. So, Motorexperte hat er und nicht so. Okay. So, Fahrzeugkopf. Ja, das ist natürlich, da muss ich doch nochmal 1, 2, 3 in diese Richtung tatsächlich gehen. So. Okay. Bestätigen schon mal. So, gut, dann jetzt rein in die Qualifikation. Und zwar, ich werde jetzt mit den beiden, wird es sofort, ah, es regnet sofort. Oh je, es regnet. Lege ich mal eine kurze Pause ein. Also ich bin gleich sofort wieder da, nach dem Regen. Auf jeden Fall, hier fahren einige schon raus. Wieder versuchen, eine schnelle Zeit zu fahren, aber für mich macht es halt einfach noch gar keinen Sinn, die Zeit, wenn hinterher richtig hier nach oben knalle. So Leute, wie schaut's aus?
Ocon, Bestzeit. Oh, da deutlich. Oh, super. Oh, hier fahrt schon einige auf Trockelreifen noch. Okay. Perez. Sergio Perez. Super Zeiten. Im Red Bull. Oh, wir hätten noch Russell, der vorhin super stark war. Wohin fährt er sein? Williams. Platz 4. Tsunoda. Wow. Mazepin. Mazepin. Rang 3. Und Latifi noch. Und mal Nicola Latifi. Platz 1. Super Leistung momentan. Aber jetzt ist natürlich kein Regen, nichts mehr da. Aber ich warte noch so 2 Minuten, bis ich rausfahre. Würde ich mal sagen. Cool. Was machen wir jetzt? Ja, das ist natürlich noch unten, aber ich werde es, ja doch, das werde ich schaffen. Also, Lewis Hamilton packe ich auf die Hakenreifen. Luschicke. Und dahinter Valtteri Bottas direkt auf den Hakenreifen. So. Schauen wir mal, was das wird. So. Andere fahren auch nochmal raus, wie Giovinazzi. Hier haben wir jetzt das Fenster oder so. Ich habe das jetzt mal automatisch gestellt, weil ich gerne auch mal den Zufall etwas überlassen möchte. Wenn ich das selbst mache, dann fahren die hinter allen um die Ohren. Deswegen, also völlig egal. Also ich möchte es ein bisschen ausgeglichener gestalten, die Meisterschaft, und nicht alles nur abschlachten. Von daher soll es ein bisschen realistischer sein. Aber mal auf Fehler hiervon zurückzuführen. So, wir sehen bei Hamilton ganz weit hoch und auch bei Valtteri Bottas. Mittlerweile weiter Tsunoda auf 3, Stroll 2, also ist einiges passiert. So, bei Hamilton ist jetzt hier perfekt und hier ist er überhitzt. Bei Bottas ist das gleiche überhitzt und auch perfekt. So, jetzt schauen wir mal, wie weit meine nach vorne kommen auf harten Reifen. Der Raikkonen momentan gerade auf Bestzeitkurs. Natürlich er aber auf Softreifen unterwegs. Bin mal gespannt jetzt überhaupt, wer hier rausfliegt oder welche Teams das überhaupt erwischt. Hamilton jetzt schon über eine Sekunde schneller als auch Latifi im Soft. Hamilton ist da jetzt auf bester Kurs wieder. Raikkonen hat erstmal die Spitze übernommen von Giovinazzi. So, Hamilton aber fast 18 schneller. Bottas auch nochmal 15 schnell besser. Also Hamilton jetzt erstmal ungefähr liegen, eine Sekunde schneller als Raikkonen. Und Bottas ist auch nochmal sehr schnell gewesen. Also richtige Top-Leistung. So, jetzt wird es natürlich spannend. Russell versucht sich zu verbessern, muss er auch. Und tut das. Er macht's auf die 9. So. Dann sind einige andere hinten raus. Ne? Jetzt bleiben wir einfach mal bei Charles Leclerc. 18. momentan im Ferrari. Hinter einem Haas. Sieht man nochmal die Platzierung, die schnellste Runde, Differenzzeit und so weiter. So, also Charles Leclerc jetzt gleich auf die fliegende Runde. Aber Norris ist der Erste. Gehen wir zu Norris im McLaren. Momentan 16. Also das ist deutlich das zu wenig, als was ich in McLaren vorgenommen habe. Schumacher könnte mit Platz 7, 19. Rückstand, schon safe sein. Haas. Mazepin glaube ich auch. Aber es wird richtig, richtig eng. Also definitiv jetzt richtig eng hier. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, Norris 2 Zehntel langsamer als Hamilton, jetzt fast 5 Zehntel. Sieht trotzdem sehr gut aus. Und Verstappen sogar neue Bestzeit in Sektor 1. So, jetzt Norris. Was holt er sich hier? Holt sich Platz 5. So, und jetzt gehen wir rüber zu Max Verstappen.
54.000stel ist er schneller als Hamilton. Ricciardo auf die 2 gefahren, die McLaren. Wahnsinnszeit. So, jetzt Max Verstappen. Wohin geht's? Es ist tatsächlich Platz 1. Wow. 42.000stel. Ist er schneller. Und raus sind er mit dem Räikkönen, Russell. Jetzt nochmal in Übersicht. Okay. Also, raus. Fangen wir an. 20. Latifi. 19. Giovinazzi. 18. Mazepin. 17. Russell. 16. Räikkönen. Also hier gebeutelt vor allem wieder Alfa Romeo. Ne? Ansonsten und natürlich Williams. Und Mazepin halt. Hat es auch mit erwischt. Und die beiden Deutschen, Vettel und Schumacher, gerade so in den Top 15. So. Also zum Qualifying Q2. So, haben wir jetzt trocken? Ne, haben wir nicht. Eieiei. Das ist natürlich. Also, ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt sofort fahren mit den beiden. Ich werde jetzt fahren. So, Hamilton habe ich gesagt, der fährt hinter auf Soft. Der fährt aber hier mit weich los. Genau, mit weich, mit dem fährt er los. Und das gleiche wird Valtteri Bottas machen. Und der hat hier sogar die Leistung drauf. Und in Q3 kann ich hier wieder mit Bottas fahren, mit den gleichen Reifen. Und in da kann ich auch mit den anderen fahren oder so, aber ja, das wird schon irgendwie klappen, was ich mir das ausgedacht habe. Gasly momentan ganz vorne laut dieser Aufstellung hier. Die Platzierung ist noch nicht aktiv. Natürlich nicht so. Auf jeden Fall ein bisschen noch, dann fängt es schon wieder an zu regnen hier. So, und wieder das gleiche, überhitzt und perfekt. Ah, hier nur gut bei Hamilton. Also, das hat, glaube ich, Bottas besser hinbekommen hier. Von daher sieht man einfach mal, wie interessant das ist. Und wie unterschiedlich zugleich. Alonso, Hamilton jetzt wieder. Deutlich schneller natürlich. Valtteri hat 65.000 schneller als Hamilton. Bleiben wir einfach mal anstatt bei Hamilton, bei Valtteri. So, Hamilton dort auch schneller. Jetzt ist er aber langsamer. Fast 2 Zehntel dann. Oh, ist ein Hamilton wieder gefunden im mittleren Sektor. So. Wohin geht's? Ah, ja. Hamilton deutlich besser. Und ja, 0328 ist Bottas langsamer. Aber jetzt sieht man auch schon wieder andere Reifen und da fahren sie allen anderen um die Ohren. Auch hier fährst du um fast eine halbe Sekunde. Natürlich, jetzt gehen wir mal zu Schumacher. Zu unserem Haas-Fahrer. Mazepin natürlich schon lange draußen. Schumacher hat es gerade so reingeschafft. Eins, zwei. Ja. Momentan der langsamste Tsunoda. Auch 1-2, ja, ist sogar noch dahinter. Und Stroll fährt sie auf die 12. Hinter Vettel aber. Dann wird es jetzt in der Box zugehen, oder? War schon echt eine fantastische Zeit hier gefahren. Muss schon lassen. Tsunoda, da weiß ich, dass er schneller kann im Alpha Tauri. Jetzt fängt es schon an zu nieseln wieder. Und hinterher wird es nochmal spannend für die, die noch rausfahren. Aber das wird von der Zeit her, wird das glaube ich tatsächlich lange für die. Oh, Gasly. Bleiben wir mal bei Gasly. Oder, nee.
Ja, mal zum Schuhmacher, bleiben wir auf Deutsch, aber er fährt halt auf, ja, auf normalen Soft-Trockenreifen. Bringt immer rein gar nichts, weil Tsunoda soll, also sie wechseln schon auf ihn das jetzt. Dass sie so vielleicht nochmal ein bisschen was an Erfahrung sammeln können. Es sind noch nicht viele draußen, aber hier haben wir Stroll, Tsunoda, Vettel, Gasly. Ja, Schumacher kommt schon rein, also das hat rein gar nichts mehr gebracht. Ne? Also Tsunoda auf der 15, also für ihn wird es definitiv jetzt eng. Deswegen jetzt vielleicht diese Runde fahren und Outlap und dann nochmal raus, ganz schnell und dann geht's los. Vielleicht doch noch einmal eine Runde, aber ja, das wird. Ja, zur Not wird das auch nicht mehr reichen. Also regnet uns jetzt wieder aus, also müsst ihr jetzt reinkommen, damit er nochmal auf Trockenreifen wechseln kann. Das würde passen. Aber es muss halt richtig schnell gehen. Da wechselt jetzt noch Leclerc, Ricciardo, Perez auf. Was soll das? Auf Inters. Okay. Also die Fähigkeit noch von Bottas. Ja, zur Not fährt durch. Ihm ist es, glaube ich, wurscht. So, hier ist kein mehr draußen dann auf Trockenreifen. Also, es wird tatsächlich wahrscheinlich sein, dass Vettel, Stroll, Gasly, Schumacher und Tsunoda jetzt hier rausfliegen. Das reicht bei weitem nicht mehr. Und damit habe ich es dann noch safe erwischt. Mit Hamilton und Bottas auf die 1 und 2 zu fahren. Also hat perfekt gepasst, weil jetzt ergeben es keinen richtigen Sinn mehr. Wir fahren dann alle rein, außer Leclerc ist noch dabei. Aber da sieht man noch 3,9 langsamer auf Inters. Also da haben sich einige richtig verzockt jetzt. Aber er fährt einfach mal durch. Auch nicht schlecht. So, alle in der Box und dann können wir dann noch tatsächlich Q3 starten. Aber alle auch innerhalb von einer Sekunde, also das ist schon echt gut angepasst wieder. Also raus, 15er Tsunoda, 14er Schumacher, 13er Gasly, 12er Stroll, 11er Vettel. So, Qualifying Nummer 3 in Sydney. Eieiei, regnet es. Ich glaube, ich gebe den jetzt, oder? Nee, moin nicht. Moin nicht. Vielleicht regnet es ja hinterher nochmal mehr, deswegen spare ich die einfach. Also, wenn es eh noch trocken ist hier, lass ich es mal.
So, also, oh, fährst du da vorne auf Intas, also der ist natürlich super Regenfahrer natürlich. Leclerc neue Bestzeit, aber jetzt sind schon einige auf Soft unterwegs. Das bringt nicht ganz so viel, glaube ich. Ist halt die Frage bei Luis, ob ich das mit den Reifen. Ja doch, das mache ich. Ich fahre mit Luis mit denen. Dann habe ich noch die beiden. Was ist mit Bottas? Mit Bottas. Ja, mit denen kann ich auch noch fahren. Also mit den beiden, also das doch. Das geht. Aber natürlich dann erst wirklich am Ende dieser Qualifikation. Dann geht's los. Runde circa 1:30 wird natürlich schneller jetzt. Schauen wir mal, wie es in 2D ausschaut. Ja, los, wir rein. So. Sieht schon komisch aus, so. 2D mit denen. Oh ne. Bleib da. Sieht besser aus, so. Datenzentrum, was sagt's denn da? Tabelle. Haben wir denn gar nicht von Hamilton oder so, sind das nur die Top 10 jetzt? Ah ne, da. Achso, sind die nicht gefahren, aber hier. Okay. Geht noch gar nichts. Und die Punkte, die sind noch anders geregelt. Da müsst ihr mal gucken, dass da eine Abstimmung ist. Was ich machen kann, dass ich das ändere, dass es regulär abläuft. Das ist so 12, 6, noch was. Also, das muss regulär ablaufen, definitiv. Oh, die Ruhe vor dem Sturm. Also, beide Ferraris, beide Mercedes. Beide Alpines, beide Red Bulls und beide McLaren drin. Also, ja. Und die, die es reinschaffen mussten oder sollten, haben es auch geschafft. Ja, ich weiß, Valtteri, hab Geduld. Hab Geduld. Das sinkt natürlich halt, weil das ist ja auch noch keiner draußen nach dem Regen jetzt oder. So, es ist die erste Fahrt. Lassen wir sie nochmal wieder pokern und fahren als letztes. Aber Strecke kann ich jetzt gut verfolgen hier, wer wie was angeht. Mit den aktuellen Platzierungen natürlich. 2, 4, 6, 8. Gut, so, ab und aus. Beide auf diese Reifen hier. So. Hamilton und Valtteri. Zack, jetzt geht's los. Beide natürlich bei weitem kein Verkehr. Die werden natürlich überhaupt nicht auflaufen. Aber das wird auch noch locker reichen. Ungefähr eine halbe Minute sollte es durchaus sein, bis Bottas.
Norris auf Bestzeitkurs. Ricciardo jetzt schneller noch. Teamkollegen. Leclerc ist aber langsamer. So. Also dann würde ich mal sagen, geht's los für Lewis Hamilton. Ja, die haben auch Norris, Ricciardo, also schon. Ricciardo ist super unterwegs. Könnte sogar Platz 3 werden am Ende. So, jetzt die Zeiten von Hamilton. Ist schneller schon mal der Hamilton. Auch als Bottas. 57.000 ist Hamilton aber jetzt langsamer. Jetzt ist er schneller als Verstappen sogar in diesem Sektor. Deutlich schneller. Fast 3 Zehntel. Bottas auch 0,135. Also das sollte sich ausgehen, dass ich mit einem auf der Pole stehe. So, Hamilton. 4 Zehntel schneller und Bottas ist Zweiter. Also das Center ist in der Zeit jetzt gefahren. Also es hat gepasst. So, damit die Aufstellung fürs Rennen. Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Ricciardo, Leclerc, Alonso, Sainz, Ocon, Norris, Vettel, Stroll, Gasly, Schumacher, Tsunoda, Raikkonen, Russell, Mazepin, Giovinazzi und Latifi. So. Und das Rennen gibt es nachher zu sehen, aber jetzt natürlich erstmal bitte eine Runde speichern. So, jetzt wird's ernst hier. Und zwar der große Preis von Sydney. Qualifikation ja vorhin absolviert. Jetzt geht es ins Rennen. Oben rechts seht ihr halt die Ziele. Saisonziel, erster Platz jetzt. Sponsorenziel, erster Platz. Und 750 Euro gibt's dazu. Das Wissen aktiviere ich jetzt. Also die fahren ja auf weichen Reifen. Ihr möchtet es auch auf weich reinpacken und Renntrim. Bei allen Beinen. So. Was jetzt allerdings fehlt, ich hatte ja gespeichert und unterbrochen jetzt und ja, die Bilder sind leider weg, aber die Namen sind immerhin da von jedem, also von daher tut's nichts zur Sache. Sieht gut aus. Hamilton ist auch super hier mit dem Pink. Sieht klasse aus. Und natürlich hier muss ich erstmal auf Vollangriff gehen. Also dann wollen wir mal leines Rennen, also hier nochmal die Startaufstellung. Hamilton vor Bottas, dann Verstappen und Perez. Gefolgt von Ricciardo und Leclerc. Dann Alonso Sainz. Dann auch knapp drin Ocon und Norris im Alpine und McLaren. Dann Vettel und Stroll im Aston Martin. Oh, Vettel hat aber einen riesen Bart hier abbekommen. Dann Gasly und Mick Schumacher, gefolgt von Tsunoda und Kimi Räikkönen, der auf Hard ins Rennen oder auf Medium ins Rennen geht. Dann 17. Russell, 18. Mazepin und hinten sind auf 19. Giovinazzi und auf der 20. der Williams-Pilot Nicola Latifi. Also dann wollen wir mal hinein ins Rennen. Vorne wird es natürlich richtig, richtig spannend. Schauen wir mal, wie es ausgeht dann mit Verstappen, also mit den Red Bulls quasi. Also, dann hinein ins Rennen, Mercedes vorne, Hamilton vor Bottas, Verstappen, Perez. Und Bottas kommt nicht ganz so gut weg, Hamilton aber dafür richtig, richtig stark. Mal gucken, wie es da ausgeht, kommt Verstappen mit dem Angriff vielleicht. Es ist doch mal gut ausgegangen gerade für Mercedes. So, die erste Runde. Schauen wir mal, da kann ich vielleicht jetzt schon mal auf neutral, neutral, neutral und mittel reinschalten. Weil eigentlich sieht es für die ja gut aus. Und ich fahre ja mit denen sogar auf den Soft-Reifen, also nicht mal auf den Super-Soft. Und die bauen den Vorsprung gerade aus. Richtig gut aus.
Latifi hat einen Riesensprung gemacht. Direkt mal vor auf die 15 hier. War ja sensationell und Sainz sogar mit der schnellsten Rennrunde im Ferrari hier. Auffällt, er hat Leclerc geschlagen und Hamilton kommt nicht weg von Valtteri Bottas. Es sind auch 41 lange Runden sind es hier zu fahren. Ja, das sieht, also ja, die sind da hinten schon drauf gepolt, auch ein bisschen schneller zu fahren, glaube ich. Verstappen und Perez. Aber das sieht schon richtig, richtig gut aus. Beide Mercedes vor, beide Red Bull, dann beide Ferraris und dann Ricciardo und dahinter Ocon im Alpine. Fahren aber jetzt hier so ein Auto, das ist natürlich ein bisschen komisch. Ich habe zwar aktivieren gemacht mit den Mods, aber irgendwie hat es so nicht funktioniert. Aber egal, die Autos sehen trotzdem ganz interessant aus. Sieht mehr aus wie der Renault damals. Und Tsunoda auch schon auf die 11 vorgefahren hier. Ist direkt hinter Teamkollege Gasly. Kommt jetzt der Angriff und Tsunoda, wow! Da halt hält er gut rein, ne? Und es bekommen aber hier nur die ersten 6 Punkte, ne? Also das wäre natürlich für die da hinten gar nichts. So, und Hamilton kommt minimal weg und Bottas, für ihn sieht es auch sehr gut aus. Und es soll tatsächlich in dem Rennen nicht regnen. Ja, jetzt setzt sich Hamilton etwas ab. Bottas hat da ein paar Probleme jetzt wegzukommen von Verstappen und Perez. Jetzt zeigt er natürlich seine Klasse, der Hamilton. Der geht da jetzt auf und davon gerade. 1-4 Vorsprung. Ricciardo, der hängt da auch hinten dran, ne? Also in McLaren. An den Ferraris, aber genauso Ocon dort, ne? Und Alonso auf die 11 zurückgefallen, ne? Der hat natürlich ein paar Probleme irgendwie. Als Tsunoda, der hat wirklich, wirklich reingehauen auf den Soft. Also Hut ab, was der da gut gemacht hat. Auch wenn er jetzt nachher gleich ganz viele Plätze wieder verlieren wird, wenn er rein muss, weil die Reifen komplett beschädigt sind oder abgefahren sind. Da sieht es echt gut aus. Und Bottas kommt auch weg von Verstappen. Ja, da glaube ich nicht, dass Verstappen da jetzt ein bisschen schonender fahren muss. Für die Reifen. ...71% Bottas, Hamilton 70, beide jetzt 70. Also die fahren das wirklich ausgezeichnet runter. Und Vettel hat richtig, richtig Boden eigentlich verloren. Und er fährt auf den Softreifen hier im Aston Martin. Der kommt da nicht so richtig überhaupt nach vorne jetzt. Keine Chance gerade mal. Ne, auf 16 weiterhin vor Stroll gerade mal und der fährt auf Soft. Ja, aber selbst Schumacher auf Medium ist vor Vettel. Na, Hamilton ist 2,6 Vorsprung vor Bottas. Und der hält den Vorsprung jetzt konstant auf Verstappen, gerade Mona Perez. Also bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und ob die Mercedes mit einem Stopp durchkommen. Jetzt kommt Verstappen wieder näher rein, er hat ein bisschen wieder die Schlagzahl erhöht hier hinten, ne? Dass er da höher fährt, genau wie Perez jetzt.
Aber momentan die WM, also es sieht schon nach 16 Punkten aus für Mercedes da, also schon souverän gerade mal. Lässt da halt überhaupt nichts anbrennen. Da kann ich jetzt sogar bei ihm mal wirklich, wirklich unterscheiden. Wenn jetzt aber gucken, was der Zustand sieht natürlich brillant aus. Das gleiche natürlich auch bei Bottas. Nur bei Bottas muss ich, glaube ich, so weiterfahren, weil der sich da echt wehren muss gegen Max Verstappen. Da hinten sieht man schon Norris. Alonso mit den abgefahrenen Reifen, Vettel kann es tatsächlich noch ein bisschen schonen hier irgendwie. Hamilton Bottas 2,9. Lange Runden sind es noch zu fahren. Die Bodenhaftung nimmt zu quasi. Mit zunehmender Renndauer natürlich. Und Bottas holt es minimal auf, aber das ist nicht viel. Was den Fahrzeugzustand angeht, bei beiden mega. Jetzt hat Bottas auch eine Sekunde Vorsprung vor Verstappen und hinten hat sie natürlich was getan. Tsunoda auf den neuen vor. Also die ersten Boxenstopps, nämlich Norris, weil es der erste, der drin war. Der ist jetzt auf Mediums gegangen und er hofft natürlich eine lange, lange Zeit damit zu fahren. Ne? Da sind wir nämlich gespannt, wann gleich die Boxenstopps richtig losgehen. Ne? Das war jetzt schon, finde ich, sehr früh, aber. Es ist schon okay irgendwie. So, haben wir Tsunoda, Norris, Ricciardo, Ocon waren jetzt drin. Ist hier Leclerc. Sieht gleich danach aus, dass er reinkommen muss. Der Mann aus Monaco. Für Sainz sieht es noch ein bisschen besser aus, was die Reifen angeht. Aber ich denke mal, jetzt wird Leclerc auch reinkommen. Nee, er fährt noch eine. Also er meint, dass die Reifen wohl noch ein bisschen halten werden. Und wenn jetzt Vettel reinkommen würde, Vettel wäre mal eiskalt letzter. Der wäre wirklich letzter. Ja, und Bottas hat das 15. aufgeholt auf Hamilton. Das kann ich aber auch bei ihm eigentlich erstmal komplett runterschalten, fast. Weil auch die anderen, die müssen halt sowieso noch mal in die Box, ne? Und ich glaube, oder ja, man kann durchfahren, wenn man einen Stop macht, ne? Aber da muss man dann wirklich auf den Haken oder auf die Haken wechseln. Aber das werden die Mercedes auch müssen. So, Boxenstopp, Leclerc und Alonso. Obwohl jetzt raus für Leclerc. Ah, Vettel, Vettel in der Box. Und das dauert, dauert, dauert. Und er ist wirklich mit Abstand der letzte gerade. Mit Abstand. 38,6 Sekunden, das ist eine Welt. Also. Hier ist natürlich jetzt richtig nach vorne spielt er ist Gasly, Mazepin, Latifi, Schumacher. Die sind wirklich oder haben richtig gut profitiert. Stroll könnte eigentlich auch mehr leisten jetzt. Das wäre schon angebracht war. Aber auf Seiten kommt er dann nicht so gut davon und Leclerc vorbei an Raikkonen oder und an Giovinazzi, an beiden. An beiden Alphas. Die aber auf Hard unterwegs, auf Medium und auf Soft Leclerc. Und der sieht, glaube ich, so aus, ob der nochmal reinkommen muss.
Er muss, also Leclerc muss rein. Das sieht man jetzt schon. Dann, wie er das hernehmen wird, das Auto. So, und jetzt Bottas gegen Verstappen. Bottas muss jetzt wieder mehr machen. Eindeutig. Gegen Max Verstappen. Obwohl er jetzt auch reinkommen muss, aber wenn er jetzt vorbeifährt, dann verliert er vielleicht noch mehr Zeit. Aber er fährt noch durch. Sainz müsste aber reinkommen. Ja, Sainz kommt rein. Wo kommt er raus? Schafft es vor Mazepin? Vielleicht. Oder vor Schumacher-Latifi? Nee. Oh, sogar auf 11, 11, 13. Der 13. Das ist weit. Das ist weit zurück. Also musste echt das einsparen. So, und jetzt Verstappen ist eigentlich der Nächste, der jetzt reinkommen muss. Sonst sieht es da echt dünner aus. Tatsächlich, beide Red Bulls. Also, ja, jetzt verliert der am Boden. Also, Verstappen hat es total verbockt gerade. Und die können nie beide reinholen. Es sei denn, die sind jetzt so schnell. Aber es wird nicht klappen. Er verliert richtig am Boden. Und Bottas kann jetzt, ja, Siesta voll feiern. Verstappen ist es drin, wechselt natürlich auch Mediums, was soll er tun, ne? Und da verliert er sogar hinter Mazepin. So, Perez, er musste halt durchfahren. Er wird aber jetzt auch mehr Boden verlieren. Er hat auch schon 18% nur noch. Also diese Runde ist das Äußerste schon, eigentlich. Hat Hamilton Vorsprung vor Gasly. Wie viel kann ich denn dahinter hochdrehen? Also, naja, schauen wir erstmal. Wichtig ist jetzt erstmal das Ding, dass ich das durchziehe. So, Perez in der Box. Für ihn wird es auch schon weiter nach hinten gehen. Er wechselt sogar auf Soft. Bleibt er vor Max? Nee, bleibt er nicht. Ist deutlich eine 4 Sekunden noch. Hat jetzt vor sich Nicola Latifi. Aber Gasly mit 17,2, also er versucht im Alpha wirklich auf hart diese Runde zu fahren. Aber er muss natürlich richtig, richtig lange da schon reinhalten, ne? Ja, und Vettel hat wenigstens Troll überholt, aber auf 19 und 20 sind die nur, also mit 5 Sekunden Rückstand der 18, der Norris, das ist schon weit. Und einige, die vielleicht draußen bleiben, könnten gute Karten haben, also, aber die besten Karten mit Abstand momentan hat Max Verstappen jetzt 1,29,8. Gibt es eigentlich für die Bestzeit einen Punkt? Ich glaube schon, oder? Ja, gibt's. Glaube ich. Nee, gibt nicht. Gibt nicht für die schnellste Rennrunde. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie weit fährt Verstappen seine Reifen weg? Ne? Und was ich jetzt mache, muss ich da gucken. Also jetzt er gegen Gasly. Das ist natürlich eine klare Kiste. Aber er muss jetzt gucken, dass er erstmal vorbeifährt. Jetzt muss er da eigentlich haben. Nee, also das hier, der wehrt sich wirklich bis zum Äußersten hier. Ja. Und Gasly bleibt immer noch vorne. Also, was jetzt sind den Junge gefahren? Und damit verliert natürlich Verstappen wieder Zeit um meine Mercedes. Ja, jetzt muss er vorbei sein. Jetzt ist er vorbei. Jetzt ist Verstappen vorbei. So, jetzt drehen wir einfach nochmal hoch, hoch. Vielleicht geht jetzt nochmal eine richtig schnelle Runde für Bottas und Hamilton, um sich da nicht ganz so von Verstappen so einholen zu lassen.
weil ich muss ja mit beiden auch auf die härtere Mischung wechseln. Sonst haben sie ja gar keine Chance dran zu bleiben. sieben, aber der Vorsprung momentan nur 16,8, jetzt wird er vielleicht ein bisschen größer wieder, weil Verstappen natürlich nicht so durchfahren kann mit seiner Energieleistung. Er hat natürlich schon runtergeschraubt, und da sieht man, 13 jetzt wieder aufgeholt. Und das sieht, glaube ich, nach einer sehr guten Runde aus für Hamilton. Er ist eine sehr gute 1, 29,845. Tatsächlich, 2 Punkte gibt es für die schnellste Runde. 2 sogar. Nicht nur einen. Wie mache ich das jetzt? Ich hole jetzt erstmal Bottas rein. Kurz. Bottas fährt. Ja, mit denen hier. Die sollen da machen. So, natürlich ausgewogen. Das wird schon passen. Und mit Luis werde ich noch eine Runde draußen bleiben. Eine Runde werde ich mit Luis noch länger fahren. Da bin ich gespannt, wie lange und wie gut es bei. Aber bei Luis werde ich runterschrauben jetzt. Nämlich so. Also 19,7. Und bei Bottas bin ich jetzt mal gespannt, wo er rauskommt. Es ist tatsächlich vor Verstappen! Wow! Meine Güte! So, neutral, mittel. Aber naja, sensationell abgepasst. So, und jetzt Hamilton. Natürlich auch auf die harten wechseln muss ich mit ihm. Auf der Zeit. Aber dass es so punktgenau gepasst hat, für Bottas da vorne zu bleiben. Tja, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, und jetzt Hamilton in der Box. Alles glatt gelaufen. Nichts gemacht. Top. Und rausgekommen ist er. Wie weit? 5,1, 3,9, 3,8. Wow. 3,8 Sekunden ist er vorne geblieben. Und da könnte ich jetzt eigentlich dieses Rennen so ruhig zu Ende fahren. Wenn das alles so perfekt passt. Aber Mazepin auch noch auf 5, ne? Schumacher 8. Latifi jetzt, ist das ganz hinten. Perez, ob das so gut ist, ihn auf Soft zu setzen, das war, glaube ich, nicht so ideal. Der wird sich die Zähne ausbeißen. Und mein Bottas fährt noch nicht auf volle Pulle. Wenn ich das nämlich tue, dann geht es richtig ab. ...4,5 Sekunden jetzt schon ungefähr. Der Vorsprung wieder von Hamilton. Kann ich es auch nicht ganz ruhig angehen lassen. Aber Valtteri, der muss reinhauen. Da erhöhe ich jetzt mal die Schlagzahl wieder ein bisschen. Das sollte eigentlich reichen, um vorne zu bleiben immer. Aber der macht wirklich Dampf, der Verstappen.
fährt jetzt Russell O'Hare und Latifi auch. Und es sind jetzt so lange wechselnd auf Hard und Soft. Und es müssen noch einige rein. Auch Giovinazzi, Räikkönen, Ricciardo muss rein nochmal. So wie es ausschaut. Ocon, also es müssen einige noch rein. Und Latifi und Russell, die könnten hier tatsächlich Punkte holen. So wie ich das gerade sehe. Ja, für Schumacher wird es vielleicht reichen, wenn er jetzt reinkommt. Nee, er bleibt nur draußen. 17% hat er auch nur noch. Jetzt ist Giovinazzi zum Beispiel drin. Und der fällt richtig zurück. Und bleibt er vor Russell? Er bleibt tatsächlich vor Russell. Mit Giovinazzi. Aber Latifi, der hat es gut gemacht. Der hat sich davor gezogen, der Kanadier. So, der nächste wird wahrscheinlich Räikkönen sein. Aber jetzt erstmal neue Bestzeit von Bottas. Packt der Bottas jetzt die Bestzeit von Hamilton? Ja, natürlich schafft es. Also 9730. So, dann kann ich jetzt wieder ein bisschen auf Schonen gehen. Gasly jetzt in der Box. Und dann bin ich jetzt auch gespannt, wo er rauskommt. Er müsste jetzt... Rang 9. Gasly auf die 9. Schumacher in die Box auf die 18 zurückgefallen. Deutlich. Latifi 17. jetzt. Mazepin auf 15. Also es könnte für Haas tatsächlich auch sein, dass sie Punkte holen. Ne? Und Hamilton hat jetzt ja wirklich runtergeschraubt. 2-4, nur noch Vorsprung vor Bottas. Und das heißt wirklich, Bottas durch diese schnellste Runde 10 und 8 Punkte da. Sensationell schon. Ferrari hat 3 Punkte, Leclerc 2, Sainz 1 Punkt. Also Bottas fährt noch eine höhere Schlagzahl als Hamilton. Wenn Hamilton könnte, dann würde er richtig reinhauen hier. Nochmal. Und Gasly ist natürlich mutig, dass er auf den Soft rausgefahren ist hier. Oder auf den Super Soft. Perez auf der 4, also. Perez 4. Der wird sogar hinter Gasly zurückfallen. Und vielleicht Räikkönen auch noch. Ja, 2-2 ist Bottas zurück jetzt. Nur noch. Aber hat jetzt auch 2 Sekunden Vorsprung vor Verstappen. Ja, und Perez, also für ihn, da bin ich mir schon. Also ich glaube, er wird auf Soft rauskommen und Schumacher 1. 19713. Wo ist denn das? Da bekommt Schumacher sogar den 2 Punkte und er auf 6 und hätte Haas Punkte sicher. Was denn das, ey? Klaut er meinem Bottas die schnellste Runde? Auf der 17 liegen fährt er einfach mal die schnellste Runde. Also Wahnsinn. Aber das werde ich nie auf mich sitzen lassen. Also am Ende des Rennens lasse ich beide nochmal kabbeln. Und wer dann die schnellste Runde gewinnt, fährt dann super. Aber jetzt Perez in der Box und das wird jetzt weit nach hinten gehen. Und er ist auf Soft gewechselt. Ah, da muss er ja. Auf der 9 ist er wieder noch. Kommt er raus. Hinter Gasly tatsächlich. Gasly macht ja schon Druck auf Ricciardo hier. Und in den Punkten ist Alpine Alonso. Das wird natürlich noch schön spannend. Natürlich, Alonso muss noch mal rein. Und Leclerc wird auch nicht durchfahren können. Also er muss auch noch mal rein. Und dann vielleicht riesen Chance, muss ich das sagen. Für Mazepin. Für Mazepin, Latifi, Schumacher eine riesen Chance. Räikkönen, was ist denn jetzt da los? Jetzt Räikkönen mit Bestzeit. Und er ist hinter Russell auf der 19. Wow.
Also hinten purzeln Zeitenrad von Schumacher erst und jetzt Räikkönen. Ja, sehr, als 1905, der ist 2 Zehntel schneller. Räikkönen. Also Wahnsinn, was da losgeht. Hamilton weiterhin 1,7 vor. Bottas noch absolut souverän. Und es sind noch 11 Runden zu fahren nur noch. Also von daher ist es eigentlich ungefährdet, weil Verstappen seine Reifen wäre natürlich auch nicht besser. 44%. Leclerc ist bei 25%. Er muss rein gleich. Genau wie Alonso im Alpine. Alpine, super. Also Schumacher, Alonso. Schauen wir mal, wer jetzt gleich die schnellste Runde hinhaut. Und Perez vor auf die 6. Er ist wieder in den Punkten angekommen, der Sergio Perez. Ein Pünktchen hätte er sicher. Und Alpha mit Räikkönen momentan halt auch diese schnellste Runde. Ne? Also, das ist ja gigantisch, was da gefahren wurde von Schumacher und von Räikkönen. Und vielleicht wird da noch einiges nachkommen. Also, hätte nichts dagegen. Perez als 29,3. Jetzt wieder nur Mercedes, Red Bull, Ferrari Punkte. Aber hier geht es echt ab im ersten Rennen. Tatsächlich. Perez wäre sogar so vor Sainz um einen Punkt. Und nur einen hinter Verstappen. So, und Hamilton und Bottas nähern sich wieder an. 1,2 Sekunden. Was macht der Wagenzustand? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Beschwert sich schon, dass zu viel Benzin drin ist. Ja, den braucht er aber noch. So. Was macht jetzt Leclerc? Er muss eigentlich rein, sonst verliert er richtig am Boden. Er kommt rein, Charles. Und wo geht's raus? Ich fürchte weit außerhalb der Punkte. Oder? Siebter? Achter! Hinter Sainz. Ah ne, hinter Gasly ist es ja. Hinter Gasly. So, Ricciardo muss auch rein noch. Der hat auch 18% nur noch. Der wird gleich weg sein. Da. Und Perez macht sich auf, den Carlos Sainz auf der 4 zu schnappen. Und nur noch vorne 0,9 Sekunden. So, und jetzt stelle ich auch bei Hamilton wieder ein bisschen höher. Perez wieder mit einer absoluten Bestzeit. Naja, fahren auch auf Soft. Ne? Also, da geht schon einiges. 1,28,928. Also, Wahnsinnszeiten gerade. So, also, Verstappen muss nicht mehr rein. Also, da kann ich nichts mehr machen. An diese Dreiergruppe hier. Kann ich keinen reinholen für eine schnellste Runde oder auch nicht beide. Weil er einfach nicht mehr reinkommt. Das hätte ich sagen können, okay, nochmal weiter auf Soft, beide Feuerwerken geht nicht. Jetzt muss ich das Ding dann absichern. Aber wie gesagt, ich feiere noch auf halb Gas. Aber Bottas muss eigentlich ein bisschen höher geschaltet kommen gleich, weil Verstappen wirklich dran bleibt. Jetzt 0,5 Sekunden dort. Oh, Ricciardo, kommt der jetzt in die Box? Er muss rein, er ist drin. Und für ihn geht es jetzt richtig weit nach hinten erstmal. Ja, Mazepin aber auf die 8 vorne. Also, vielleicht geht da was für Mazepin. Alonso als 8783. Wow! Jetzt kommt Alpine daher mit Alonso. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt Bottas und Verstappen. So, jetzt muss ich hochschalten. Und zwar, ich schalte bei beiden hoch. Was da geht. Weil Bottas muss sich vor allem da absetzen jetzt von Verstappen. Weil Verstappen, der macht da richtig, richtig Druck.
Und ich glaube, jetzt muss tatsächlich keiner mehr in die Box. Und es wird so ausgehen. Charles Leclerc hat 86, neue Bestzeit. Rang 6 hat er auch inne. Plus 2 Punkte. Wir haben Platz 5 mit 3 Punkten. Hätten die beiden gleiche Punktzahl. Sainz und Leclerc. Also Hamilton versucht vorne wieder wegzukommen. Bottas hinterher und dann auch Verstappen. Jetzt auch wieder Boden verliert auf Bottas. So, wo geht's dann hin denn mit den Zeiten? Also ich fürchte, so richtige Bestzeiten wird es nicht geben in Richtung der schnellsten Runden jetzt von Leclerc. Oder? Nee, ist es nicht. Ist es tatsächlich nicht. So, aber was ich jetzt sagen kann, ist Vollgas auf drehen. Das heißt, jetzt könnte was gehen. Wenn nicht in dieser Runde, dann in der nächsten. Da wird jetzt was kommen. So, Alonso auf den neuen hat auch richtig was verloren jetzt. Kämpft höchstens sogar gegen Ricciardo um die Top 10. Mazepin überragend gefahren hier. Jetzt geht Hamilton auf Bestzeitkurs. Jetzt versucht er sich insgesamt die 12 Punkte zu sichern, nicht nur die 10. So, die 12 Punkte sollen für Hamilton her. Wie sind's gerade? 8-2-0. Bottas ist ein bisschen langsamer gewesen jetzt. Aber die setzt sich natürlich wieder von Verstappen jetzt ab. Das sieht richtig, richtig gut aus. Verstappen, Sainz, die können einen nicht mehr dagegenhalten, richtig? Jetzt ist Sainz in der Box und verliert richtig Boden. Und damit kommt Gasly tatsächlich in die Punkte im Alpha Tauri wieder. Und wie gesagt, Sainz, der hat es jetzt verspielt. Der wird an Gasly nicht mehr rankommen in den letzten drei Runden. So, was muss Verstappen machen? Muss er auch nochmal rein. Er hat 19%. Uiuiui. 19. Das wird aber reichen, vor Perez zu bleiben. Das wird reichen, wenn er nochmal reinkommen muss. Aber natürlich, nach vorne geht nichts mehr. So, und Hamilton wieder auf Bestzeitkurs. Wieder ist es eine Bestzeit. 7,6. Wow. Also Hamilton geht richtig ab. Und Verstappen fährt weiter. Verstappen fährt weiter. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Wo er doch eigentlich locker vor Perez rauskommt. Weil vorne kann er wirklich abschmiegen, hat 5 Sekunden jetzt in der Bottas Rückstand. Gibt keine Chance mehr. So, was macht der Fahrzeugzustand? 28 dort, 35 dort, sieht gut aus. Hamilton noch einmal. Wow, also der legt los. 96.000 ist ja schneller. Ja, 1,27,533. Also das sieht richtig gut aus. So. Und Gasly gegen Sainz. Sainz ist dran. Also der Spanier braucht natürlich den Punkt da. Aber natürlich Gasly auch im Alpha. Und das wären die richtigen schönen Punkte im Alpha Tauri. Und es sind noch 2 Runden. Und das gegen einen Sainz zu verteidigen hat. Mazepin muss rein. So, jetzt ist Sainz vorbei. Am Alpha Tauri keine Chance mehr. Hamilton wieder eine Bestzeit. Wow, also nee. Ich kann dazu jetzt gar nichts mehr sagen. 58.000 ist hier wieder schneller. Verstappen wir jetzt drin. So, Hamilton jetzt. Nochmal 1,27,4. Und die letzte Runde angebrochen. Bottas ist auch nur 2,4 Sekunden dahinter. 2,3. Kommt aber an die Zeiten von Hamilton nicht ganz ran. Ne? 26.000 gefehlt mir jetzt mal. Als beeindruckend. Leclerc ist an Perez vorbei hier. Da konnte Perez nicht mehr mithalten jetzt. Auch wieder wegen seinen Reifen, weil die komplett durch sind. Und wenn er jetzt noch Pech hat, überholt er noch Sainz. So, und Hamilton wieder ab Sektor 1 nicht so gut. Sektor 2 ist 6.000stel schneller. Das ist richtig, richtig stark. Das ist unglaublich sogar. So, und jetzt beendet er das Rennen mit einer schnellsten Runde, 27.440 vor Bottas. Dritter wird dann tatsächlich
Verstappen und Sainz kämpft noch gegen Perez und ist an Perez vorbei. Sensationell, was hier gemacht wurde. So, Ricciardo noch gegen Gasly. Das wäre aber, glaube ich, wird er den noch packen? Den packt er noch, Herr Ricciardo, aber das gibt keine Punkte mehr. Mit Platz 7, Schumacher auf der 10 in seinem ersten Grand Prix. Schon richtig, richtig stark und Latifi muss es auch vorbei. Hamilton gewinnt den Auftakt hier in Sydney. Souverän vor Valtteri Bottas und Verstappen. Also das muss ich schon sagen, war jetzt ein richtig, richtig geiles Rennen zum Saisonauftakt im Motorsport Manager mit dem Mod Formel 1 2021 mit den Fahrern, mit den neuen Teams. Also schon sensationell. Und die Rundentabelle, ne? Also am Ende hat er gefeuerwerkt ohne Ende, der Hamilton. Also richtig stark. Das war Wahnsinn. Auf Chapeau. Naja, das ist wurscht. Drecke, also schon richtig gut gemacht. So, weiter. Technische Abnahme, da sollte alles glatt gelaufen sein. Natürlich gibt es nichts zu meckern. So, also Hamilton gewinnt vor Bottas. Hamilton war noch mit der schnellsten Rennrunde. Dann Verstappen, Leclerc, Sainz und Perez. Dann ohne Punkte natürlich, aber schade war es. Echt, Ricciardo, Gasly, Alonso, Schumacher, Ocon, Norris, Raikkonen, Russell, Vettel, Tsunoda, Mazepin, Giovinazzi, Stroll und Latifi. Also die Kanadier sind ganz hinter mal gelandet. Also Katastrophe. Und Schumacher schlägt Vettel um Längen, muss ich einfach mal sagen. Um Längen. Das war hier insgesamt waren so 6 Sekunden am Ende, aber trotzdem vom Plätzen her 10. Schumacher, 15. Vettel, beide ohne Punkte. So sieht's aus. Hier nochmal die, unser Podium. Ne? Was besagt 2,7 Bottas zurück, 25,9 ist Verstappen zurück gewesen. Ja, hier unsere Fahrertabelle. Natürlich sieht's jetzt momentan so easy aus. Sind wir mal gespannt, was es im nächsten Rennen gibt. Also, es war schon richtig, richtig eng. Konstrukteursmeister natürlich, ich habe 18 Punkte schon, Red Bull Ferrari 5. So, ein paar News, die brauche ich mir eigentlich nicht reinziehen, das ist immer das gleiche, wiederholt sich nochmal. Aber ansonsten, es war super spannend jetzt schon mal im Auftakt Rennen hier in Sydney, im Motorsport Manager. Und so kann es wirklich weitergehen. Wir haben richtig durchgezogen, war richtig klasse. So, hier haben wir nochmal die Aufwertung von einigen und das Geld, was hier da drauf kommt. 2 Mille natürlich mit den Platzierungen, also sensationell. Teams auch, Fahrer, also ja, hier sind wieder World Motorsport Championship. Das ist ja eigentlich nicht so der Fall. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht irgendwie was umändern kann. Irgendwie sind nur noch die Namen drin. Das weiß ich jetzt nicht, aber da schaue ich nach, ob ich das so einmal machen kann. So, dann also vielen Dank fürs Zuschauen an dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und es geht dann hinterher weiter, wenn wir zu Gast sind in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo es dann weitergeht um die Punktejagd für die Fahrer in der Formel 1. Also bis dann, Leute. Tschüss.